Geht es denn eigentlich noch schärfer als scharf? Diese Frage stellen sich alle Teilnehmer des heutigen Currywurst-Wettessens hier am Kornewitzer Kreuz. Der Kampf geht heute über 6 Runden. Nur wer jede dieser Runden überlebt, wird Leipzigs erster Skibble King. Wir sind heute hier am Imbiss Curry Süd und hier gibt es ein scharfe Currywurst-Wettessen heute. Wir haben dann 5 Runden, in denen es sich immer weiter hoch steigert. Die Personen müssen 4 Stückchen Currywurst essen und haben dazu ein halbes Toastbrot noch, womit sie es irgendwie runterschlingen können. Also es ist wichtig, dass wir heute hier sind, weil die Schärfe ja ein Schmerzreiz ist, der im Körper ausgelöst wird und sich auf den Kreislauf legen kann und damit es zum Kreislaufzusammenbruch kommen kann. Wir fangen bei 100.000 Scoville an. Also zum Vergleich, Tabasco hat 6.000 Scoville. Das ist so eine Schärfeeinheit. Und das ist extrem scharf. Man kann es kaum glauben, hier bei diesem Currywurst-Wettessen machen sogar auch Frauen mit. Da stellt uns natürlich die Frage, warum? Ich esse sehr gerne scharf. Und ich wollte mal sehen, was andere Leute aushalten. Und mal sehen, wer gewinnt am Schluss. Was hat man da für ein Gefühl im Kopf dabei? Gar nichts mehr. Dummheit. Es war jetzt für mich Neuland, aber ich bin erstaunt, es geht immer noch. Ja, es war schon extrem. Ich weiß nicht, wie es nur nach einer halben Stunde geht, aber jetzt geht es mir gerade gut.